Tschüss, Mann. Wie gesagt, du bist immer bei mir im Vorspann. Wenn ich YouTube-Videos hochlade, du bist mit dabei. Wir haben uns 2019, glaube ich, auf der Gamescom getroffen. Aber wie gesagt, du lernst am Tag 1000 Leute kennen. Bestimmt weißt du nicht mehr. Hast du dieser World of Tanks? Genau, ey, wie krass. Du weißt das noch, Alter. Du hast doch überlange irgendwas von World of Tanks gesagt. Ja, Mann, ey, krank, dass du dich noch erinnerst, Alter. Heftig so. Hallo erstmal. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Ey, da sepp ich doch mal wieder zufällig bei dem guten alten Mailand in seinen Twitch-Stream rein. Und siehe da, er macht natürlich wieder Anfängerfehler und flamet seine Mitspieler. Übrigens, kurz nachdem dieses Gefecht hier stattgefunden hat, redet er von einem gewissen liegenden Streamer. Ja, also er meint natürlich mich, ne? Hat er auch im Chat ein, zwei Kommentare noch so dazu bekommen. Deswegen, Mailand, bekommst du erst recht ein Map-Tutorial, ne, wo du doch bei Fame bist und drei Gun Marks und so. Und wir wissen ja, dass du mittlerweile schießen und treffen kannst, ne? Aber Map-Taktik kennst du dich ja 0,0 aus. Wo finden wir den guten Herrn Mailand auf dieser Map hier? Er ist auf der falschesten Position aller Zeiten. Unten rechts auf der Minimap kann man das sehen. Er ist in dieser Schlucht. Ich habe ja letztens ein paar Videos gemacht, wo Mailand sich natürlich immer so die einfachsten Positionen aussucht, wo er einfach nur geradeaus schießen muss. Ich werde euch mal oben rechts, oben links noch ein, zwei Videos von ihm verlinken. Ja, da könnt ihr mal sehen. Mailand steht gerne irgendwo, wo er sich nicht viel bewegen muss, wo er einfach nur geradeaus schießen muss. Also, wie gesagt, er kann Gold laden und geradeaus schießen. Das kriegt er gerade noch so hin. Warum hat er sich jetzt diese Schlucht hier ausgesucht? Diese Map hat ja eine mittlere Position, ne? Und da oben die 1er Linie, die viel, viel wichtiger ist als diese 0er Linie. Ich werde euch jetzt mal ganz genau erklären, warum. Holt euch was zu trinken, was zu knabbern und genießt die Show. Das Ganze war jetzt vor vielleicht 5 Minuten, ja. Also ich habe vor 5 Minuten bei ihm zugeguckt. Das heißt, sein Stream könnt ihr euch jetzt auch angucken. Es sei denn, er nimmt das offline, damit er sich nicht blamiert. Aber wir gucken mal. Also, warum ist diese Schlucht auf dieser Map eine falsche Position? Es gibt mehrere Gründe. Ich werde euch alle Gründe nennen, warum er wirklich auf der falschesten Position ist. Auf Lakeville, letztens vor ein paar Wochen habe ich schon mal ein Video gemacht, dass er gerne irgendwo steht, wo er einfach nur geradeaus schießen muss. Genau das gleiche tut er hier. Diese Gasse, wo Mailand drin steht, da musst du halt Hull Down stehen und geradeaus schießen. Mehr musst du hier großartig nicht machen. Warum aber diese Position falsch ist, ist ganz einfach. Diese riesengroße Map hier ist in der Mitte ultra wichtig. Ne? Man sieht, der Gegner hat sich auch hier mehrere Positionen geholt. Solange du diese Mitte auf dieser Map nicht unter Kontrolle hast, kann der Gegner hier mit den Scouts und den Mediums vorfahren und dann das Leben deiner Mitspieler, die hier Base Steffen, zur Hölle machen. Weil sobald die hier diese mittlere Büsche überall erreicht haben, können die hier alles outspotten. Das heißt, indem du hier die Mitte nicht besetzt oder zu ungenügend, meistens fährt hier nur ein einziger Scout oder ein Medium rein und das ist halt zu wenig. Der Gegner hat alles richtig gemacht, die haben da schon 3, 4 Panzer reingeschickt. Das heißt, die haben schon mal einen großen Teil zum Map Control beigetragen, weil sie sowohl hier da oben die 1er Linie haben, als auch die Mitte. Jetzt muss man sich das mal so vorstellen. Hier ist ja so ein Hügel, ja, und hier ist so ein Canyon, da wo Mailand jetzt gerade drin sitzt. Das heißt, ein erfahrener Spieler, der das Spiel seit, keine Ahnung, 9, 10, 11, 12 Jahren spielt, wie lange auch immer Mailand in diesem Spiel unterwegs ist, ungefähr genauso lang wie ich, der sitzt auf der unwichtigsten Position. Warum? Das ist eine reine Mathematik Klasse 1, Mailand. Du erwähnst mich ja hier und da als liegenden Streamer und so, versuchst mich so ein bisschen ja, vor deinen Zuschauern als unwissend darzustellen. Natürlich gibt es sehr viele Anfänger in deinem Stream, die dir dann auch wiederum glauben. Und jetzt gucken wir mal, ob Mailand Grundschule Klasse 1 Mathematik kann. Jetzt pass mal auf. Diese Map hat ja 3 Teile, ne?
einmal den oberen Teil, Linie 1, dann die gesamte Mitte und dann diesen Part, wo Mailand drin sitzt. Jetzt muss man wissen, dass dieser Part, wo Mailand drin sitzt, hier, das ist ja sein Spot, hier, das ist so ein Canyon, so eine gerade Straße. Man sieht ja hier diesen roten Punkt, das ist dieser Gegner hier. Ja, Mailand fährt hier runter und dann arbeitet er sich, hier sind so tiefe Positionen und dann steht er einfach nur Hull Down, also er versteckt seine Unterwanne und schießt geradeaus. Das kriegt Mailand gerade noch so hin. Und ich habe ja schon mal erwähnt, während Mailand sich hier gemütlich macht und geradeaus auf irgendwelche Gegner mit Goldmunition schießt, müssen seine Mitspieler da hinten ackern. Das heißt, wer leistet hier am meisten Arbeit? Das sind hier diese Leute, die paar wenigen Leute, die gerade diese riesen Spots verteidigen müssen gegen irgendwelche Mediums und Scouts, ja? Also überleg mal, was diese zwei, drei Leute hier jetzt leisten müssen, ne? Guck mal hier unten auf die Minimap. 70-80% der Map ist hier drüben, okay? Ja? Und er erzählt da, ja, die können ja mal Positionen wechseln, guck doch mal auf die Minimap, die meisten sind hier, ja, aber der Gegner kann auch Positionen wechseln. Das heißt, Mailand sitzt wieder mal auf 5% der Map oder 10%, nämlich diese schmale Gasse, und schießt wieder einfach nur mit Gold geradeaus, während seine Mitspieler die meiste Arbeit machen müssen, denn dieser gesamte Buschbereich ist nicht besetzt und nicht gespottet. Dieser gesamte Einser-Linie-Bereich da oben ist auch nicht besetzt und nicht gespottet großartig. Diese zwei, drei Leute arbeiten, ackern sich den Arsch ab, ja, müssen 70-80% der Map unter Kontrolle halten, ja, von hier oben aus. Die haben sehr wenig Möglichkeiten, weil hier oben sind sehr wenige Büsche. Ja, du hast da einen Busch hier oben irgendwo und einen Busch hier und der Gegner hat hier mengenmäßig Büsche, hier irgendwelche Steine und Felsen und Berge und so weiter und so fort. Und ich habe das schon in ein paar Videos erwähnt. Guck mal, geradeaus mit Gold schießen kriegt der Mailand hin. Ja, und Damage und so kriegt er auch hin, aber er versteht halt einfach nicht, wie Map Control funktioniert. Map Control Mailand ist nicht, wenn du 5% der Map, nämlich diese Gasse hier, irgendwie beschießt geradeaus, sondern Map Control und die meiste, die wichtigste Arbeit ist, wenn hier 70-80% der Map verteidigt, gespottet und bekämpft wird. Ja, so, und du flamest da in diesem Stream die ganze Zeit deine Mitspieler und verklickerst auch deinen Zuschauern, die mehrere, du hast ja mehrere tausend gleichzeitige Zuschauer, dass das, was du machst, richtig ist, wobei das hundertprozentige falsch ist. Und ich habe dir schon mal gesagt, du kannst gut zielen, du kannst mit Gold Damage machen, aber Mailand, vertrau mir doch einfach, du hast absolut keine Ahnung von Map Control. Immer wieder erwische ich dich, ja, auf solchen Maps, dass du auf die falscheste aller falschen Positionen fährst. Ich habe mehrere Videos schon gemacht. Mailand fährt auf Geisterstadt immer in die Mitte. Verliert da jede Menge HP und seine Zuschauer machen es nach. Auf Lakeville fährt er nicht in die Stadt, habe ich auch Videos zugemacht, sondern fährt wiederum in den Canyon, wo er immer geradeaus schießen muss. Und das ist immer das Gleiche. Die meiste Arbeit machen seine Mitspieler und nicht er. Weil ich habe es doch jetzt, guck mal, das ist Grundschule, ja, Grundschule Klasse 1 Mathematik. Ja, den großen Teil hier, nämlich diesen Teil, müssen seine Mitspieler verteidigen, während er, also das hier ist ja ein Berg. Das hier ist ein Berg und das ist die schmale Gasse, wo Mailand drin sitzt. Mailand, du schießt einfach nur geradeaus mit Gold. Wo ist denn da? Ja, du versteckst deine Unterwanne. Ja, du wehrst auch Schaden ab und so. Aber guck mal, wo ist da die Kunst, wenn du einen starken Heavy fährst oder irgendwie einen starken TD? Sagen wir mal T110 E3 oder was weiß ich von mir aus, eine IS-7 oder whatever. Ein Panzer, der einen starken Turm hat und eine wo du die Unterwanne verstecken kannst. Man sieht ja, hier sind so Hügel und hier ist so ein Stein und Felsen und so. Ja, du versteckst die Unterwanne, bewegst dich ein bisschen ein Stück vorwärts, rückwärts, damit die deine Kommandoluke nicht treffen und schießt die ganze Zeit mit Gold geradeaus und machst Damage. Das kriegst du hin, das kannst du auch gut, das will dir auch keiner absprechen, aber Mailand, lerne doch endlich mal Map Control. Es ist wirklich, meiner Meinung nach, es ist mittlerweile wirklich peinlich, weil ich habe schon so viele Maps gesehen, wo du einfach nur falsch fährst. Und das Schlimme daran ist,
Nicht, dass du falsch fährst, von mir aus fahr falsch bis ans Lebensende, ist kein Problem, aber dir gucken Tausende von Leute zu, die das nachmachen. Und regelmäßig gehen die Maps verloren, weil die Leute, nicht nur bei dir, ne, übrigens, also das Problem ist nicht nur bei dir, sondern ich sehe das Problem auch bei anderen großen Streamern, sowohl deutschen Streamern als auch internationalen Streamern, die zwar eine hohe WN8 haben, also im Sinne von, die können viel Damage machen. Die können, ne, so dieses kombinierte Schaden und Damage und das kriegt ihr alle wunderbar hin. Darauf seid ihr auch spezialisiert. Gunmarks und so, alles perfekt. Aber vertrau mir, Map Control, lieber Mailand, ne, guckst du demnächst öfter mal meine Streams, der liegende Streamer, bei dem lernst du noch was, Mailand, ne? Und ich würde ja gerne mit dir live fahren und dann könnten wir mal sehen, was Map Control technisch so alles drin ist. Weil das sind nicht die einzigen Maps, die du falsch fährst, Mailand. Und gut, dass du mich da jetzt nochmal erwähnt hast. Jeder kann seinen Stream gucken. Wir haben jetzt 5.1.2023, circa 21:30 Uhr hat das Ganze stattgefunden. Also vor 10, 15 Minuten habe ich im Stream zufällig mal reingeseppt und siehe da, Mailand steht wieder auf einer absolut falschen Position. Ich erkläre euch auch nochmal 2, 3 Minuten, was passiert wäre, wenn Mailand zur Einserlinie zum Beispiel gefahren wäre oder hier so überall verteidigt hätte, also Kreuzfeuer von hier aus in Richtung Mitte aufgebaut hätte oder mit mehreren Leuten hier die Einserlinie erobert hätte. Das heißt, wenn man hier in die Mitte 3, 4, 5 Panzer reinschickt und sich die Mitte holt und dann nochmal 3, 4 Panzer hier oben, ne, sagen wir mal insgesamt 6 bis 8 Panzer, also 3, 4 Panzer hier, 3, 4 Panzer da. Siehe da, reine Mathematik, ne, dann hätte man hier, wenn man sich das mal hier auf der Minimap anguckt, hier ist ja der Berg, hier fängt ja der Berg an, das da ist ja unspielbar, weil das ist ein Berg, das da ist auch ein Berg, hier ist so ein kleiner Platz, den ich für sehr unwichtig erachte. Ich sag euch auch warum gleich. Also, du hast, sagen wir mal, ein, zwei Tank Destroyer hier oben, dann zwei, drei Heavies hier und dann noch zwei, drei Mediums da. Vielleicht nochmal hier ein, zwei Leute, die hier oben snipen. Man lässt hier, also der Gegner ist ja hier, ne, das ist ja deren Spawn, man lässt den Gegner hier durch die Gasse komplett vorfahren. Also, man schenkt bewusst diese Position dem Gegner. Und zwar nicht, weil man den Gegner gewinnen lassen möchte, sondern dass man den Gegner in die Falle lockt. Wie macht man das? Der Gegner fährt jetzt über eine gerade, schmale Gasse hier unten rechts. Also hier ist ja gerade Mailand. Er blockiert sogar sein Team daran, Damage zu machen. Wenn du jetzt hier nicht wärst und der hier auch nicht und der hier auch nicht, ne? Die hier, also eure Mitspieler wären hier überhaupt nicht. Die würden sich hier oben positionieren mit zwei, drei Mann. Dann sagen wir mal zwei Mann hier, ne, ungefähr, dann noch mal zwei Mann da oder drei Mann hier, drei Mann da, ist ja egal. Dann noch mal drei Mann in der Mitte, vielleicht noch mal drei Mann da. Dann lässt du den Gegner hier vorfahren. Das ist das Beste, was passieren kann. Wie gesagt, bis hierhin ist ja der Berg. Und sobald der Gegner ungefähr hier ist, kann man von hier oben aus wunderbar hier reinrotzen. Ne? Zack, zack, zack. Hier drei Panzer, da vielleicht nochmal drei Panzer. Ne? Oder drei Panzer hier, zwei Panzer da. Also 3 bis 5 Kanonen schießen dann in diese schmale Gasse rein. Erstens. Steht der hier, das ist doch dieser Iron Arnie, glaube ich, ne? Oder ist ja egal. Auf jeden Fall, der steht auch Hull Down. Das heißt, er versteckt hier seine Unterwanne und guckt hier mit dem Turm raus und so. So kann man den relativ schwer und da braucht man ewig, um den zu töten. Lasst den Kollegen doch mal vorfahren und sobald der hier unten auf der Minimap auf offener Fläche steht und genau den Fehler hast du auch auf Geisterstadt gemacht. Anstatt die Gegner aus der Stadt rausfahren lassen, bist du in die Stadt reingefahren. Dazu habe ich ja auch ein Video gemacht. Das machst du auch des Öfteren. Deine Zuschauer machen es nach. Hier auf offener Fläche fängt man an, den Gegner zu bekämpfen und nicht da, wo du die Gegner bekämpfst, nämlich hier, wo sie Hull Down stehen, ja? So, ich begründe auch, warum ich sage, dass du falsch fährst. Ja, ich gebe dir auch tausend Details, warum du absolut zu 100% meiner Meinung nach falsch fährst. Also, nicht wie Mailand hier den Gegner bekämpfen, wo er dann hier Hull Down stehen kann oder da hinten die Büsche nützen kann oder so, sondern den Gegner hier komplett vorfahren lassen.
und dann hier aus der Gasse rausfahren lassen. Hier ist eine offene Fläche. Ab hier kann der Gegner sich nicht mehr schützen. Der hat keine Büsche mehr, der hat hier keine Berge mehr oder keine Hügel. Und du kannst schön da oben aus erhöhter Position. Das kommt jetzt noch oben drauf. Ja, Mailand kennt ja auch kein High Ground versus Low Ground. Ja, Mailand kennt nur Goldschießen geradeaus. High Ground, warum? Weil auch im echten Leben, nicht nur im Spiel, sondern auch im echten Leben. Ja, wenn früher zum Beispiel Ritter mit Axt und Schwert gegeneinander gekämpft haben, wenn du eine erhöhte Position hattest, hattest du immer ein bisschen Vorteil, weil dann kannst du Steine runterschmeißen, mit dem Speer runterwerfen, von oben nach unten. Speer werfen ist einfacher als von unten nach oben. Allein schon wegen der Schwerkraft. Aber auch so, es ist einfach vom Vorteil, eine erhöhte Position zu haben. Das heißt, du stehst hier oben auf dem Berg, die Leute stehen hier unten. Hast du schon mal einen Vorteil? Dann zweitens, der Gegner kann ab hier sich nicht mehr großartig verstecken, weil er hier auf offener Fläche steht. Du stehst da oben hinter Felsen, hast du noch einen Vorteil. So, und dann kannst du viel mehr HP sparen und der Gegner verliert viel mehr HP. Jetzt habe ich ja die Ecke schon mal perfekt erklärt. So, die Mitte, wenn du die Mitte hast, ne, sagen wir mal, ihr hättet ein paar Leute hier reingeschickt, dann hättet ihr schon mal hier die 2-3 Scouts und Mediums gekillt. Dann hättet ihr von der Mitte aus sowohl hier die Flanke gespottet, als auch die gegnerische Base. Dann kann man schon mal die gegnerischen irgendwelche butterweichen TDs, die hier meistens irgendwo an der Base rumstehen oder hier hinter den Steinen, outspotten und wegschießen. So, noch ein Vorteil, das wiederhole ich jetzt gerne nochmal, ihr habt die Mitte und ihr habt da oben die Einserlinie. Das heißt, ihr habt 70-80% Map Control. Und da ist es doch viel einfacher, ein Spiel zu gewinnen, als wenn man jetzt seine ganzen Spieler hier, man sieht ja auch, Mailands Team hat viel weniger HP, deren Team hat mehr HP und die Zeit läuft hier ab. Also das da ist wirklich die schlechteste Art, diese Map zu spielen. Und egal in welcher Runde, und ich gucke seit Jahren bei Mailand zu, fährt Mailand diese Map seit Jahren einfach nur falsch. Egal, ob er hier startet, der fährt hier rein, oder ob der hier startet, fährt der sofort hier rein. Hauptsache, er kann geradeaus schießen, Hull down stehen oder sich irgendeinen Busch verstecken, geradeaus schießen. Was mit 70 oder 80% der Map passiert, also sowohl ob er hier startet oder da oben, er fährt ja immer hier in diese Gasse, wo er geradeaus schießen kann. Muss ja nicht viel machen, ne? Weil man ist ja zu faul, irgendwie sich irgendwie da am Gefecht zu beteiligen. Erstens kann er hier ein bisschen länger überleben, weil da ist viel gefährlicher. Viel mehr musst du da auf Sachen achten, dass du kein Kreuzfeuer kassierst und so weiter und so fort, ja. Will ja Mailand vermeiden, weil ihm ist ja immer nur wichtig, dass er genug Damage macht. Und das kommt als letztes obendrauf. Mailand, guck mal, ne? Ich sag dir ganz ehrlich, diese 3 Gunmarks, die du auf deinen Panzern machst, machst du immer nur auf Kosten deiner Mitspieler. Und den Grund habe ich dir jetzt schon mehrfach in mehreren Videos erklärt, ja. Du fährst immer dahin, wo du am wenigsten machen musst. Ich habe schon mal erklärt, natürlich wehrst du hier Schaden ab und natürlich machst du Schaden, aber auf Kosten, dass 70-80% der Map an den Gegner verloren geht und dann die armen 2-3 Leute, die da noch übrig sind, das sind jetzt 2 oder 3 Leute, die da in eurem Team diese gesamte Ecke hier deffen müssen, ja? Und dann flamest du die im Spiel auch noch. Beweg dich mal, benutz mal dein Gehirn. Mailand, benutz doch mal dein Gehirn. Lern doch endlich mal Map Control. Map Control ist nicht, wenn du dich hier auf 5% der Map begnügst, weil du hier schön geradeaus mit Goldmunition auf Gegner schießen musst. Und bevor ich mich zum 100. Mal wiederhole, diese Videoreihe werden wir natürlich fortsetzen. Es gibt noch so viele Maps, die Mailand, Maus Acrobat, Da Killzor, Skill4LTU und was weiß ich, welche Streamer halt falsch fahren. Ja, und wie gesagt, würden die das für sich privat machen, wäre mir das egal, aber das sind Leute, die mehrere tausend von Zuschauern haben, die das regelmäßig dann in Randoms falsch machen, wo du dann irgendwo alleine irgendwas deffen musst, weil wieder 10, 11 Leute hier auf die Fall. Überleg mal, guck doch mal allein schon, wie viele Leute hier schon, verstehst du, guck mal hier, alles hat sich schon wieder auf diese schmale Gasse konzentriert, die gesamte Map-Konstruktion ist auseinandergefallen, Map-Control ist einfach lost.
Ey, Alter, wann, bitte, Mailand, wann fängst du an, Map Control zu lernen? Wann? Du kannst gerne kostenlos bei mir Unterricht nehmen, ne? Der liegende Streamer bringt dir, ne, der 3-Gun-Mark-Spezialist Mailand, ich bring dir gerne Map Control bei Mailand. Und ich habe dir jetzt ausführlich, ich habe nicht einfach gesagt, jo, Mailand fährt falsch. Ich habe gesagt, Mailand fährt falsch. Und ich habe dir jetzt 20 Minuten lang detailliert erklärt, warum das, was du machst, zu 100% falsch ist. Und wenn du am Ende 20.000 Damage gemacht hast, du hast trotzdem die Map nicht verstanden und du hast Map Control immer noch nicht verstanden. Und ich sag's nochmal am Ende, damit du dir das merkst. Dein Damage-Geballere hier und diese 3-Gun-Marks, die du dir auf dein Mikrofon da geknallt hast und diese 3-Gun-Mark Propaganda, was du da auf YouTube schon seit Jahren betreibst, machst du nur und kannst du nur, weil deine Mitspieler, ich zeig's dir nochmal auf der Minimap, diese zwei armen Mitspieler müssen jetzt den gesamten Bereich hier deffen, damit du hier wieder rumgammeln kannst und geradeaus Gold schießen kannst. Ja, herzlichen Glückwunsch, Mailand.